Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 16 Ultimate Team, nachdem wir leider das letzte Spiel verloren haben. Ich denke, ich habe gar nicht so schlecht gespielt, aber teilweise, ja, wurde einfach wieder mein Spiel von den Lags zerstört. Muss man einfach so sagen, wie es ist. Es ist immer eine gute Ausrede, logischerweise. Es laggt, oh, ich kann nicht spielen, ich verliere, aber es ist halt schon sehr auffällig, dass ich die, selbst in der Phase, wo es ja eigentlich gut läuft für mich, dass ich eigentlich die laggenden Spiele fast immer verlieren. Es ist einfach ein anderes Spiel, es ist einfach viel schwieriger. Oft verhungern halt Pässe, krasser Sturm übrigens, mit Agüero, Tevez und dann dahinter Di Maria. Sind auch nicht gerade langsam. De Bruyne als rechter ZM ist merkwürdig. Den linken ZM kenne ich nicht und mehr konnte ich mir nicht anschauen. Ja, wie das soll ich sagen? Ja, das Problem bei Lags ist halt, wenn man genau in dem Moment, wo es laggt, eine Eingabe macht, dann wird es nicht angenommen. Plus, wenn man während es laggt zum Beispiel einen Schuss oder einen Pass normal aufzieht, also wie man sonst aufziehen würde, dann ist das zu wenig aufgezogen, weil ja genau in dem Moment, wo es laggt, wird ja logischerweise die Eingabe vom Aufziehen des Passes oder des Schusses nicht angenommen und dann wird das logischerweise weniger aufgezogen, als man eigentlich will. Und deswegen sind oft Pässe zu kurz, Schüsse kommen schwächer als erwartet und ja, das ist einfach ein Problem. Deswegen, es ist immer eine schöne Ausrede und es wird nicht immer am Lag liegen, dass ich verliere, aber man weiß ja nicht, ob man anders gespielt hätte oder gewonnen hätte, wenn es nicht gelaggt hätte. Das ist halt das andere Problem. Also, man kann es ja eigentlich nicht wissen. Man kann eigentlich immer davon ausgehen, dass es ein Lag ist. Ach, schade. War eine verrückte Idee von mir. Also, ich wollte auf den Spieler passen. War eine verrückte Idee, aber hat halt in dem Fall leider nicht geklappt. Ich glaube, der Gegner spielt nicht schlecht. Okay, er macht gerne mal einen Distanzschuss, wie es aussieht. Komm, Bellarabi. Oh, was war das denn? War ein richtig schwacher Schuss. Ist halt auch sein schwacher Fuß, blöderweise. Er ist halt Rechtsfuß, aber hätte ich logischerweise trotzdem mehr erwartet. Gott, war da noch einer dran? Da stand halt auch schon wieder viel zu alleine. Thomann, Thomann! Schön, wie Leno rumspringt, obwohl da gar nichts war. War da denn zuletzt dran? Ich, oder? Geklärt. Oh, viel zu weit. Ich habe meiner Meinung nach nicht sehr aufgezogen, aber viel zu weiter Pass. Die Idee war gut. Draxler, kommt ihr mal über die Pace? Geil, geil, geil. War genauso geplant. Leider Thomann im Weg, aber es macht erstmal nichts. Schauen wir mal, wie die Flanke kommt. Kam ganz okay, würde ich sagen. Gut gemacht, Draxler. Er hat nämlich dann quasi den Gegner noch gefoult. Renn mal durch mit Lahm. Komm, sehr geil. Ach, ich hätte noch einen Schritt gehen sollen mit Vidal. Lahm gewinnt das Kopfballduell, auch nicht schlecht. Vidal hat sich zurückgezogen, genau in dem Moment, als ich dachte, er bleibt anspielbereit und ich kann auf ihn passen und deswegen war der Pass dann richtig scheiße. Der mit seinen Distanzschüssen, ey, wer das so geht, so ein scheiß Sonntagsschuss wieder rein. Nichts rausspielen und einfach nur hoffen, dass so ein Ding einfällt, ey.
Weil wenn es keine andere Möglichkeit gibt, okay, aber da hätte er halt logischerweise auch noch wo ganz anders hinpassen können. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch eigentlich ein Foul gewesen. 31 Meter ist eigentlich eine ganz gute Distanz. Ja, nicht straff genug vielleicht. Oh nein, da habe ich mich auch verschätzt. Sehr gut. Ach. Sehr schön, Aufbauspiel gestört. Das war nicht ganz so geplant. Das schon eher. Jetzt müssen wir mal gucken. Lam Chananuklu. Oh. Jetzt wenigstens noch die Ecke geben, aber einfach nur in die Mitte bringt natürlich wenig. Komm, der Ball war eigentlich schon wieder unser. Der Ball war auch schon wieder unser. Sehr schön von Sokrates. Also ich bin mir mittlerweile echt nicht mehr sicher, ob ich wirklich... Oh, ganz schlecht gedribbelt. Ich wollte gerade sagen, er lag sich also einfach mal ein Tor. Ich bin mir mittlerweile echt nicht mehr sicher, ob ich eher Sokrates oder dann doch lieber Naldo für Boateng austausche. Also momentan... Momentan bin ich dann sogar wieder bei dem Gedanken, eher Naldo auszutauschen vor Boateng und Sokrates zu lassen, weil er fällt mir einfach in letzter Zeit viel öfters, war kein Foul, fällt mir einfach in letzter Zeit viel öfter positiv auf als Naldo, ehrlich gesagt. Scheint mir auch ein bisschen agiler zu sein, scheint bessere Interceptions zu haben, läuft also besser raus. Also nur vom Gefühl her, ich... War aber am Anfang der Meinung, dass ich halt das gleiche... Boah, ey, ich ziehe hier auf wie ein Berserker und dann haut er wieder so einen Scheißpass raus. War halt am Anfang echt... Oh, scheiße, jetzt wird's kacke. Das war ja richtig dumm. Er hätte nach innen ziehen können, er hätte nach innen legen können. Ey, was war das denn? Also da hat er jetzt gerade eine sehr gute Chance eigentlich versaut, würde ich sagen. Ich weiß nicht, eigentlich gefällt mir mein Spiel nach vorne ganz gut, aber das Problem ist einfach... Sein Spiel nach vorne gefällt mir dafür überhaupt nicht gut. Ah, ich wollte hier einfach im Sprint den Ball schnell mitnehmen, hat leider nicht geklappt. Ja, aber sein Spiel nach vorne ist halt auch super gefährlich und deswegen gehe ich mal auf Vordruck. Ah, die Schüsse von mir waren ja auch wieder lächerlich, ich weiß aber nicht, die waren wahrscheinlich einfach zu zentral, weil anders kann ich mir nicht so richtig erklären, was da los war. Ich hatte ja nun wirklich ein paar... richtig gute Chancen. Mir gefällt schon mal, dass er Zabaleta hat, weil er scheint nicht so richtig klar zu kommen. Mit dem Verteidigen. Da ist er. So, die erste Flanke war okay vom Bereich, wo sie ankam, nur dass sich halt keiner durchgesetzt hat. Die zweite war jetzt ähnlich, deswegen... Oh, jetzt gibt es einen Todeskorner. Oder halt auch nicht, weil Lahm zum Glück da ist. Schade, wenn wir da irgendwie den Ball behalten, dann wird's geil. Keine Ahnung, wo die... Also, ich habe echt null Ahnung, wo dieser Pass hingehen sollte. Oh, haben wir ein Glück, ey, dass das Ding nicht drin ist. Verstehe auch nicht, warum der... Ich weiß nicht, was es war, Sokrates oder so. Warum der nicht vorher den Ball einfach weggenommen hat. Also, er war eigentlich direkt daneben. Das war ein bisschen merkwürdig. Wahrscheinlich ein bisschen weit, wahrscheinlich ein bisschen weit, ja, Mist.
Sehr gut von Kruse. Ja, da ist das Ding, da ist das Ding. Super wichtiges Tor. Geil, ins Netz gefallen. Bellarabi macht mal wieder die Vorarbeit. Also Bellarabi ist wirklich mit Abstand der Spieler, mit dem ich am besten hier mich irgendwie die Mitte lacken kann. Und geil, wie Kruse noch die Zeit hat, den steigen Linken zu nehmen. Schon wieder ein Tor. Hat jetzt in, ich glaube, 3 Spielen in Folge. Also die ersten 3 Spieler jeweils mindestens ein Tor. Krass. So, und jetzt hoffen wir mal, dass wir noch einen schießen oder das 1-0 einfach halten. Je nachdem. Das wäre zumindest schon mal... ziemlich geil. Ja. Aber das war mal richtig. Nicht erst den Scheißball annehmen, sondern einfach schießen. Schön, dass das geklappt hat. Ach so, ich wollte jetzt eigentlich... Na, okay, noch ein drittes Mal probieren wir es jetzt. Ansonsten laufe ich dann raus beim nächsten Mal. Wahrscheinlich zu nah ran. Ja, das war wieder so eine Situation. Lieber abschließen, als einen Konter zu fressen. Ach so, wir waren noch dran. Na gut, dann halt nochmal. Nein. Sehr gut verteidigt von mir. Also ist... logischerweise habe ich ihn gesteuert, sonst wird ja nichts. Aber Lahm ist einfach ein Monster. Ich verstehe nicht, warum manche gibt, die sagen, er war scheiße. Ich habe auch überhaupt kein Problem mit seinem Körper, ehrlich gesagt, bisher. Weil er einfach halt die Bälle so raustackelt, er braucht keinen Körper. Richtig schlechte Ballannahme von Rodriguez und dadurch verliert er den Ball. Rodriguez leitet halt die Ecke ein. Oh, Glück gehabt. Oh, wenn wir jetzt hier ein Tor fressen, ist es einfach nur Rodriguez. Rodriguez macht wirklich ab und zu mal Fehler. Ich weiß nicht, also ich glaube, ich muss mal echt mal Alaba testen. Ich weiß gerade gar nicht, was Alaba kostet, fällt mir gerade ein. Aber Rodriguez macht echt öfters mal Fehler, ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Was einfach nicht so geil ist. Fuck. Wahrscheinlich eine Sekunde zu spät gepasst. Ich hab gehofft, dass er das schafft. Aber Kruse. Ich wusste, dass er versucht, oben Draxler zu decken. Deswegen bin ich mit Vidal halt nochmal nach innen gezogen. Hat auch geklappt. Aber ich hatte nicht so viel Platz. Oder ich hatte Angst, dass wenn ich jetzt doch nochmal laufe, dass es dann nichts wird. Deswegen habe ich einfach geschossen, war leider nicht drin. Oh nein. War eigentlich auch meiner Meinung nach ein Foul, also ist auch nicht so recht. Ach, da ist ja gar niemand. Oh, fuck. Ich habe nur im peripheren Blickwinkel unten diesen einen pinken Spieler gesehen und habe halt gedacht, das ist einer von mir und habe halt versucht, da hinzuflanken, also auf dem zweiten Pfosten. Das hat gar nicht geklappt. Hat er wieder Glück, dass er im Ballbesitz bleibt. Oh, das war natürlich ein Foul. Oh, zum Glück war das kein Foul, also kein Elfmeter oder so. Oh, Mann! Oh, jetzt hätte ich auch passen können. Also gerade läuft es echt richtig scheiße. Sehr gut, ich brauche... Oh, 80. Minute sehe ich gerade. Ich gehe mal auf sehr defensiv. Und mache jetzt Zeitspiel. Ich brauche die 3 Punkte, logischerweise.
So spiele ich halt auf Zeit. Aber es geht noch gut. Wieder Rodriguez, der es nicht schafft, den Ball zu halten. Oh. Şalhanoğlu. Da sollten wir eigentlich einen Wurf haben. Sehr schön. Wie ich halt mein Zeitspiel einfach nie 100% durchziehe und halt immer irgendwann. Doch wieder in die Mitte ziehe. Dank. Foul. Ich glaube, er hätte noch Zeit für einen Konter, deswegen werde ich jetzt auch hier nicht schießen. Sehr schön. Ja, war jetzt ein unrühmliches Ende, diese 10 Minuten. Also ich habe ja nicht durchgezeigt gespielt. Aber wie gesagt, ab 80. Minute, wenn ich die 3 Punkte brauche, versuche ich dann logischerweise Zeitspiel. Finde ich auch absolut legitim. Ist wie im echten Fußball. Und machen komischerweise die Gegner recht selten, finde ich. Aber ich muss auch sagen, es ist viel, viel schwieriger, Zeitspiel zu betreiben in FIFA 16, als das früher der Fall war. Was natürlich gut ist. Früher war es einfach viel zu einfach, Zeitspiel zu machen. Aber mittlerweile haben sie das gut entschärft und ja, wie gesagt, Bellarabi ist echt der Spieler, mit dem ich am besten in die Mitte ziehen kann und Kruse macht wieder sein Tor und macht ja die wichtigen 3 Punkte und hält uns die Chance offen, die Liga 2 wieder zu erreichen und aufzusteigen. Das wäre echt geil. Das wäre echt, echt geil. Ich denke, das war insgesamt, oh, keine 80% Passgenauigkeit. Das ist natürlich mal eine Seltenheit bei mir. Das war insgesamt schon ein verdienter Sieg. Also leider der Gegner auch gute Chancen, bis sehr gute Chancen, aber ein knapper Sieg für mich. Ich hatte halt auch sehr, sehr gute Chancen und ich habe ja das Tor gemacht. War ja auch im Endeffekt ein rausgespieltes Tor. So, ein Spiel noch, meine Freunde. Und dann, ja, haben wir gewonnen. Haben wir gewonnen. Hoffentlich gewinnen wir und steigen auf. Wie viel hat denn jetzt eigentlich unser Kruse? Er hat noch keine Vorlage gemacht, lustigerweise, aber jetzt nach 4 Spielen 6 Tore ist natürlich wunderbar. Und Bellarabi müsste ja auch so langsam aber sicher interessant sein. Ja, 8 Scorerpunkte auf einer RM-Position ist echt nice. Mir fällt gerade ein, ich könnte ja mal wieder die Spielerrollen zuweisen. Rodriguez, Şalhanoğlu, Vidal. Ja. Hä, wieso denn Vidal? Kruse hat, glaube ich, 90 auf 11 Meter und hat Vidal auch 90 auf 11 Meter? Wenn wir den nächsten 11 Meter haben, müssen wir das mal nachschauen, weil ich dachte eigentlich, dass Kruse genau wie, also Second In vom Kruse genau wie Kalou 90 auf 11 Meter hat und das besser wäre als von Vidal. Sehr merkwürdig. Sonst müssten ja beide 90 haben. Naja, ich lasse es jetzt einfach mal so. Nächstes Spiel machen wir auch nochmal mit der Bundesliga. Ich werde aber mal Çalhanoğlu eine kleine Fitnesskarte geben, weil da muss alles perfekt sein im nächsten Spiel. Damit er auch so lange wie möglich durchhält. Und dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.